haben wir zwei sehr spannende Gäste zu Besuch. Erstens möchte ich Wolf Tegetthoff begrüßen, der trotz einer Viruserkrankung uns nicht alle im Stich lassen wollte. Also vielen Dank, dass Sie es geschafft haben, heute hier zu sein. Matthias Zauber hat auch aus seinem überfüllten Alltag den Weg aus Berlin zu uns gefunden. Dafür auch besten Dank. Jetzt gebe ich das Wort an die Herren Tegetthoff und Zauber. Ja, dann versuche ich mal anzufangen. Das Verhältnis zwischen dem auf diese Weise Geehrten und dem Autor des Buches, Philip Johnson, war über die 35 Jahre ihrer gemeinsamen Bekanntschaft nicht immer ganz einfach. Auf der einen Seite bei Johnson glühende Verehrung für den großen Meister, den er für den bedeutenden Architekten des 20. Jahrhunderts hielt. Auf der anderen Seite eine gewisse Wadenbissigkeit bei Mies, dem Johnson oft lästig fiel, dessen Art ihm nicht behagte. Und das nahm natürlich noch zu in dem Moment, wo Johnson dann selbst auf die Idee kam, Architekt zu werden und Mies kopierte, imitierte, sich von Mies inspirieren ließ. Das ging nicht immer ganz gut und ich werde Ihnen dafür einige Beispiele zeigen. Ich dachte, es ist das Beste, wenn ich Ihnen erstmal den Autor in persona vorstelle. Das ist ein kleiner Film. Wir müssen mal gucken, ob das mit dem Ton klappt. Wenn nicht, geben Sie bitte laut, dann werde ich nachübersetzen. Ich traf Mies zum ersten Mal im September 1930. Er nannte das später eine furchtbare amerikanische Invasion. Ich traf Mies zuerst in Berlin im Sommer 1929. Ein bisschen besser, ja. Ich schilderte oft jene schreckliche Invasion von uns Leuten vom New Yorker Museum of Modern Art, die über ihn in diesem Jahr hereinbrach. Ich glaube nicht, dass Mies damals ahnte, wie berühmt er war. Ich weiß noch, wie stolz ich darauf war, und ich bin das noch heute, der erste Kunstkritiker gewesen zu sein, der entdeckte, dass Mies der größte Architekt der Welt ist. Und ich glaube, dies war der Anfang einer Entwicklung, die dann schließlich bis Chicago führte. Merkwürdigerweise wurde er in den 20er Jahren weniger hoch eingeschätzt als seine Zeitgenossen. Ich meine Erich Mendelssohn, Lukács, Walter Gropius, Max und Bruno Taut, die später nicht so berühmt wurden wie Mies. Wir sind sehr stolz darauf, dass er eine amerikanische Entdeckung wurde und hier richtig zum Zuge kam. Als er in dieses Land kam oder lange davor schon, beeinflusste er die Art, wie hier die neue Bewegung aufgenommen wurde, sehr stark. Als er dann 1937 hierher kam, die Geschichte ist wohl bekannt, Hollabird blätterte in die Zeitschriften, stieß auf den Barcelona-Pavillon und rief, her mit diesem Mann. Und so geschah es. Get that man, he said. Get that man. Gut, man muss schon gleich wieder korrigierend eingreifen. Johnson sagt, er hätte Mies im Jahr 1930 im Sommer kennengelernt. Im Jahr 1929, das war in der Tat seine erste Europareise im Auftrag des Museum of Modern Art, was sich gerade in der Gründung befand, mit dem designierten Direktor Alfred Barr Junior, sind sie durch Europa getourt und die Absicht war, eine der ersten großen Ausstellungen im Hause sollte eine Ausstellung über die moderne Architektur in Europa sein. Sie waren in der Tat in der Weißenhof-Siedlung. Johnson hat das sehr bewundert, er hat aber Mies nicht gesehen. Wie man dann aus seinen Briefen rekonstruieren kann, er hat also seiner Mutter fleißig immer berichtet über seine Erlebnisse in Deutschland vor allen Dingen, muss die Begegnung im Juni 30 gewesen sein, also ein ganzes Jahr später. Und schon wenige Wochen darauf vergibt er einen ersten Auftrag an Mies. Das muss also eine ungeheure, überwältigende Erfahrung gewesen sein, diese Bekanntschaft. Ich kann jetzt nochmal aus einem späten Interview von Johnson zitieren, wo er nochmal auf diese Situation zurückkam. Ich trage vor. Ich habe von Mies erstmals durch die Baukunst der neuesten Zeit von Gustav Adolf Platz erfahren. Das ist diese Schwachte hier. Es muss im Jahr 1930 gewesen sein, da korrigiert er sich selbst.
Da ich Henry Russell Hitchcock bereits kannte, das ist der Co-Autor schließlich für die große Ausstellung, und dies war das erste Buch über moderne Architektur, auf das sich verweisen ließ. Es enthielt Abbildungen seiner frühen Entwürfe und auch des Barcelona-Pavillons. Für mich war er ein bedeutenderer Architekt als Le Corbusier und Out, die Hitchcock am meisten verehrte. Für mich schien das das neue Evangelium. Das sind achte Worte. Damit können wir das auch bestätigen. Also das ist nämlich die zweite Ausgabe. Die erste Ausgabe, erschienen als Ergänzungsband der alten Popelien Kunstgeschichte, war bereits 1927 erschienen, aber da konnte natürlich der Barcelona-Pavillon noch nicht drin sein. Diese zweite Auflage ist 1930 und da, ich weiß nicht, ob Sie es von hinten sehen können, immerhin mit zwei Abbildungen in diesem doch sehr weit gespannten Werk ist der Barcelona-Pavillon vertreten. Neben dem Glashochhaus ein Frühwerk von Mies. Ich fahre fort. Im Jahr der Berliner Bauausstellung 1931 sah ich ihn am häufigsten. Er liebte es, über Land zu fahren. Die einzige Möglichkeit, zu ihm vorzudringen, war, wenn man ihn zu einem Ausflug einlud. Im Deutschland des Jahres 1931 hatte kaum jemand ein Auto, aber ich hatte einen Cord. Amerikanischen Sportwagen. Und ich versuchte, das Gespräch auf Schinkel zu bringen. Aber wenn ich enthusiastisch wurde, pflegte er nur Ja zu sagen. Und niemals richtig darauf einzugehen, obwohl er dieses frühe Projekt gemacht hatte, das wie das Persius-Haus aussieht. Ich tanzte vor Begeisterung, als ich das herausfand und fragte ihn. Oh, Sie kennen Persius? Er kannte ihn nicht. Zumindest nicht den Namen. Es war schwierig herauszufinden, was Mies gesehen hatte und was nicht. Davon abgesehen liebte er das Essen und das Trinken. Wir gingen häufig zu Schlichter und ich musste ihn aushalten. Es war furchtbar teuer und er hatte, soweit ich sehen konnte, keine Einkünfte. Im Jahr 1930 hatte er lediglich mein Apartment in Auftrag. Er stürzte sich mit einem Eifer drauf, als wenn es sechs Wolkenkratzer wären. Der Arbeitsaufwand, den er in mein Apartment investierte, war gewaltig. Soweit Johnson. So, jetzt versuche ich mal, das zum PowerPoint zu bringen. Irgendwie muss ich das, ne? Wird schon spannend. Na, Mies will uns nicht verlassen. Ah, jetzt ist er schon wieder weg. Ah, da. So, und jetzt muss ich da auf Vollbild gehen. Genau. Auf Vollbild unten hier rechts. Da, ne? Ja. So, jetzt sehen Sie also, linke Hand, Philip Johnson und Alfred Barr Jr., der erste Direktor des Museum of Modern Art, auf einer dieser Erkundungsreisen, das ist nicht ganz früh, das ist bereits 1934 in der Schweiz. Sie sind also von 1929 an dann stetig jedes Jahr nach Deutschland gekommen, vor allen Dingen, um ihre Ausstellung vorzubereiten. Und rechts oben das schon erwähnte Apartment, was dann Mies von Berlin aus für Philip Johnson in New York einrichtet. Das ist ein Junggesellen-Apartment mit einem Grundriss, den Sie nicht erkennen können, aber der sehr ökonomisch angelegt ist. Es ist also nach dem Entree geht es geradeaus in die Küche, davon abgetrennt eine kleine Essecke und dann ein einziges großes Wohnzimmer, durch das man ins Schlafzimmer gelangt. Und Mies bewunderte daran, das ist, Johnson sagte, das ist gar nichts Besonderes, das ist ein amerikanischer Standardgrundriss für ein Apartmenthaus, dass man halt nicht diese unnützen Erschließungsflächen hatte, wie in Deutschland. Also die großen Korridore, die viel Platz wegnehmen und auf Kosten der Zimmer gehen. Es setzt natürlich dann andere Lebensgewohnheiten hin voraus. Und rechts unten das Apartment, wie es dann von Mies eingerichtet wurde. Ist kaum ein Projekt so gut dokumentiert wie dieses. Also bis, wir wissen jede Einzelheit, wer die Kissen genäht hat, was sie gekostet haben. Wer der Schreiner war, sind meistens immer die gleichen. Also Mies hatte er war relativ treu seinen Handwerkern.
Und einige dieser Möbel sind ja auch erhalten und das ist eigentlich ganz schön, auch für unser jetzt laufendes Projekt, weil wir da mal eine klare Provenienz haben. Also ein Barcelona-Stuhl sehen Sie unten und dann sehen Sie die sogenannte Daybed. Auch diese typischen wandhohen Vorhänge, die also wie eine Wand, nicht wie ein Fensterverschluss, über die ganze Wand gespannt sind, das ist etwas, was charakteristisch ist eigentlich für die Wohnungseinrichtungen von Mies. In diesem Falle, wie meistens, ist das Rohseide, sogenannte Honan-Seide, dunkelblau gefärbt, also nachtblau, sagt er sogar. Also das ist natürlich tagsüber aufgezogen und nachts dann zugezogen. Ja, der eigentliche Anlass, ich sagte es schon, war die große Ausstellung, die Alfred Barr mit seinen zwei Kuratoren, nämlich Henry Russell Hitchcock und Philip Johnson, für zunächst 1931, dann 1932 plante. Wir müssen bedenken, dass mitten in der Weltwirtschaftskrise, das war auch in New York nicht mehr so einfach, die Sponsorenmittel dafür aufzutreiben. Und das war natürlich ein Ereignis, was eigentlich die Geschichte der Architektur tiefgreifend verändern sollte. Ich gehe mal aufs nächste Bild. Da sehen Sie linke Hand, den Katalog. Der hieß schlicht Modern Architecture mit dem Untertitel, der nur innen verzeichnet ist, International Exhibition. Den Katalog kennt kaum jemand, also zumindest außerhalb Amerikas. Viel bekannter ist das gleichzeitig erschienene Buch von den beiden Autoren, von Hitchcock und von Johnson, The International Style. Der Katalog spiegelt die Ausstellung wider. Es war beide Anliegen eigentlich, die europäischen Architekten in Amerika zum Zuge kommen zu lassen und den Amerikanern mal vorzuführen, wie weit sie hinterm Mond sind. Aber dann haben die Trustees drauf gedrängt, nein, das geht ja so nicht. Also es musste dann ein gleicher Anteil Amerikaner aufgefahren werden. Die haben sie dann auch, das ist im Katalog, im Buch ist davon nicht zu sehen. The International Style ist ein Loblied auf die europäische Moderne. Es ist brillant geschrieben, muss man sagen. Jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab, aber ich mache es auch ganz kurz. Und es ist natürlich für Architekten damals auch eine Handhabe gewesen. Sie wussten plötzlich, wie sie bauen mussten, um modern zu bauen. Dass das nicht immer im Sinne der Erfinder war, das erklärt sich von selbst. Johnson versuchte vor allen Dingen Mies nach vorne zu bringen. Hitchcock war mehr ein Anhänger von Corbusier und Out, der damals noch eine große Rolle spielte. Ist dann später sehr still um ihn geworden. Und Johnson war auch mit Recht stolz darauf, was er für Mies getan hat. Da zitiere ich ihn aus einem Brief vom Frühjahr 1931, er ist nicht genauer datiert, an Mies. Er schreibt auf Englisch. Das war für Mies sicher ein Problem, denn er konnte kein Englisch damals. Ich lese ihn mal auf Englisch vor, kann gerne auch übersetzen, aber es ist nicht so schwierig. In every way I can, I am trying to spread knowledge and appreciation of your work in America. I'm just now writing an article about you and your work for the most prominent art magazine in America, which I shall send to you as soon as published. In my lectures, I have also good opportunity to make your name known among the best circles of American society. I have every reason to believe that these efforts here are meeting with success. Of course, as you know, Americans are very ignorant of architecture, and especially of what architectural progress is being made in Europe. Their judgment is by no means subtle, and they are impressed by mere size in building rather than by architectural finesse. Also die Amerikaner lassen sich vor allen Dingen durch Größe und Bauvolumen beeindrucken und nicht durch die architektonischen Feinheiten und haben von der Sache eigentlich keine Ahnung. Und seine Mission ist nun, diese Amerikaner zu bekehren, indem er sie mit der europäischen Moderne konfrontiert. Mies ist damals bereits Direktor am Bauhaus in Dessau zunächst und dann ab 1932 nochmal in einem letzten Aufläufer in Berlin. Und er schreibt
1932 im Mai an Johnson als Dank für die Übersendung des Kataloges hier. Für das mir freundlich übersandte, von Ihnen und Hitchcock herausgebrachte Buch möchte ich Ihnen bestens danken. Es gibt eine gute Vorstellung von der Entwicklung des modernen Bauens in Europa und ich kann mir vorstellen, dass Sie mit demselben in Amerika einen großen Erfolg haben werden. Also Johnson, nicht Mies. Ja? Also das ist eigentlich typisch so für Mies, dass er, also diesen Einsatz von Johnson, der sicherlich auch zeitweise bis an die Schmerzgrenze ging, eigentlich gar nicht gutiert hat, sondern das immer so ein bisschen beiseite geschoben hat. Und so war dann auch die Situation. Es kam dann auch sehr schnell zu einem ersten Zerwürfnis. Das war dieses, das zweite Apartment von Philip Johnson, was er aber selbst entworfen hatte, im Mieschen Sinne. Und er hat die bereits vorhandenen Miesmöbel aus Berlin wiederverwendet und hat aber nach den Zeichnungen weitere Möbel in New York anfertigen lassen. Das fand der Mies nicht so toll. Die Briefe sind nicht erhalten, aber wir können sie aus der Reaktion rekonstruieren. Dann kam noch etwas weiteres hinzu. Johnson plante eine nächste Ausstellung über die Schüler von Mies. Und da schreibt der Mies ganz barsch zurück, welche Schüler? Ich habe keine Schüler. Und die ich habe, die kann man nicht ausstellen. Also das passte ihm überhaupt nicht. Und so reagiert dann Johnson ganz furchtbar beleidigt im Dezember 1934. My dear Mies van der Rohe, I must say that I am surprised at the tone of your letter. You know from my writings, I have always had the highest respect for you and for the purity of the architecture for which you stand. Entschuldigung, ich brauche die Brille. I am not at all interested in modes of fashion and various kinds of modern. I am leaving the Museum of Modern Art and the World of Architecture in New York, and so will have no opportunity to carry out my plan of showing the work of your students. The Museum of Modern Art will have no more architectural exhibitions, so you need not fear no further publicity in America. Das war heftig. Was er natürlich nicht sagt, das ist der wahre Grund, warum er aus New York weg muss. Philip Johnson hatte nämlich in seinen Jahren in Deutschland, also das waren im Wesentlichen immer die Sommermonate in den frühen 30er Jahren, eine gewisse Affinität zu dem Nationalsozialisten entwickelt und versuchte das in Amerika zu propagieren, war wohl auch, das ist nicht so ganz klar, Mitglied der amerikanischen faschistischen Partei. Und das, wie man sich vorstellen kann, war in New York mit einem doch hohen auch jüdischen Anteil an den Trustees des Museum of Modern Art nicht wohl gelitten. Er hat sich mit Bar überworfen, der zwar kein Jude war, aber der doch also, sagen wir mal, eine liberale Auffassung hatte. Und auch Hitchcock war nicht angetan von dieser Entwicklung von Johnson. Also Johnson geht zunächst irgendwo in die Südstaaten, taucht praktisch ab. Und erscheint erst wieder zu der großen Ausstellung, die dann Anlass für dieses Buch wurde. Also 1946 kommt er wieder, Ende 45, Anfang 46 ist er wieder in New York. Zwischenzeitlich ist er natürlich nicht untätig. Er hat ursprünglich ja an Harvard studiert. Er kehrt auch nach ein paar Verschnaufjahren, wo sich dann der Aufruhr gelegt hatte um ihn, nach Harvard zurück. Das muss jetzt schon Ende der 30er Jahre gewesen sein. Ab 37 ist Gropius in Harvard und er studiert dann bei Gropius in Harvard regelrecht Architektur. Da gibt es auch eine schöne Bemerkung von Mies, das kommt dann zum Schluss. Ja, und während all dieser Jahre baut er auch Häuser, nicht viel, aber doch die ersten Courthäuser, also Hofhäuser nach dem Miesschen Modell in Cambridge, Massachusetts, und stattet sie auch weiter fleißig mit Miesmöbeln auf, die er irgendwo in Amerika produzieren lässt.
So, kommen wir zur eigentlichen Ausstellung. Im Dezember kehrt er an, 45 kehrt er an das MoMA zurück, übernimmt auch gleich wieder die Abteilung Architecture and Design und plant eine erste große Aktion, nämlich, Sie wissen, dass das Bild Guernica von Picasso damals in New York war, bevor es dann nach Spanien zurückging, nach dem Tode Francos. Er hat die Idee, dass der Mies im Sculpture Garden, das MoMA, ein Pavillon errichten sollte, nur für dieses Bild. Und plant gleichzeitig mit anderen bedeutenden Architekten, mit Frank Lloyd Wright und Gropius, eine Art von Kriegerehrenmäler. Und das finden, alle finden das nicht gut. Der Mies findet das nicht gut, der Frank Lloyd Wright findet es ganz furchtbar, sowas zu machen. Das wird also nichts. Und dann kommt die Idee, eben eine monographische Ausstellung über Mies. Er diskutiert noch ein bisschen, soll er lieber Frank Lloyd Wright machen. Nach dem Krieg ist das natürlich opportuner in Amerika. Er sagt, ach nee, der ist so schwierig und das wird sowieso nichts. Er schließt sich zu Mies. Und erstaunlicherweise lässt sich Mies darauf ein. Das ist vielleicht dadurch zu erklären, dass Mies in den Erden, wir kennen den nur als den großen, erfolgreichen amerikanischen Architekten, aber er hat damals, 46, 47, noch keine Aufträge, keine großen Aufträge, nicht? Außer den Campus fürs IIT und natürlich seine Professur, die auch nicht horrend gut bezahlt wurde. Also er ist sicherlich daran interessiert, dass diese Ausstellung stattfindet, bedingt sich aber aus, erstens, dass er die Ausstellung plant. Habe ich schon da stehen? Ja, das ist der Grundriss der Ausstellung. Sie sehen, das ist nicht sehr groß. Und das ist vielleicht, naja, 250 Quadratmeter oder sowas. Ne? Und das sind Bilder aus der Ausstellung. Hier steht er mit Philip Johnson. Und oben ein anderer Blick in die Ausstellung aus der Froschperspektive. Ich weiß auch nicht, was der Fotograf sich dabei gedacht hat. Ja. Diese Ausstellung wird ein großer Erfolg und dieses Buch ist der Katalog dieser Ausstellung. Jetzt muss man nur fragen, was hat er denn eigentlich ausgestellt? Der Mies geht 38 nach Amerika, er emigriert zunächst nicht, sondern behält sein Atelier in Berlin. Das wird von Lili Reich, seiner Partnerin, betreut weiterhin. Also durchaus mit der Option, irgendwann mal wieder zurückzukommen, wenn der Spuk in Deutschland vorbei ist und die Auftragslage wieder besser wird. 38 ist der endgültige Abschied im August und er nimmt natürlich mit, was man mitnehmen kann, aber das ist nicht sehr viel. Also sein ganzer Atelierbestand bleibt in Berlin. Er nimmt ein Modell mit, das ist erstaunlich, sowas hätte man billiger wahrscheinlich neu machen können, von dem Haus Hube, diesem nicht ausgeführten Projekt von 35. Und eine Reihe von Skizzenblättern aus seiner Bauhauszeit, wo er mit den Studenten an diesen Hofhaus-Konzepten gearbeitet hat. Das ist das, was er dann auch in Amerika weitermacht. Und er nimmt Fotos von seinen Bauten mit. Das ist alles. Damit ist nicht so einfach, eine Ausstellung zu machen. Right? Und Sie sehen, was passiert ist. Es werden einzelne Projekte ausgewählt, darunter auch einige amerikanische. Das hier ist die Concert Hall von 1943 und es werden die Fotos auf Wandgröße vergrößert. Das ist etwas relativ Neues. Das kommt aus der Ausstellungstechnik der 20er Jahre, an deren Weiterentwicklung er und Lili Reicher maßgeblich mit beteiligt waren. Dass man dadurch eben so Live-Situationen versucht zu regenerieren. Und das Ganze sehr großzügig gehängt mit einigen wenigen Möbelstücken. Ich nehme an, das sind erste Nachkriegsproduktionen in Amerika, die noch handgefertigt sind. Noll ist noch gar nicht im Gespräch. Also Barcelona-Sessel, der Tisch, der immer Barcelona-Tisch genannt wird, der aber nicht der Barcelona-Tisch ist, sondern der Dessau-Tisch, den er für sein Dessauer Apartment entworfen hat. Der Barcelona-Tisch wackelte, der tauchte nicht. Hocker und die berühmten Freischwinger, einschließlich des Brunnensessels in der Stahlrohrversion, den Sie oben rechts sehen. Das war die ganze Ausstellung. Und natürlich hatte Johnson auch nur dieses Material zur Verfügung. Also die Fotos. Er hatte keine
Job Correspondence, also keine Unterlagen über die Bauten. Er musste sich auf Mies verlassen und man fragt sich, wie ist er vorgegangen? Denn das Buch ist sehr umfassend, es ist nach wie vor lesenswert und es war bis 1981 das Beste, was es gab zu Mies auf dem Markt. Es ist durch 3 Auflagen gegangen, also das ist nicht ohne. Und es hat dann auch viele Dinge darin, die man sonst nicht kennt von Mies oder nicht kannte, besser gesagt. Vor allen Dingen diese frühen Projekte. Hier ein Entwurf für ein Bismarck-Nationaldenkmal bei Bingen. 1911, in der Zeit, als er zum ersten Mal weg von Behrens war und versuchte in Aachen, nicht in Berlin, sich eine eigenständige Architektenlaufbahn aufzubauen. Oder hier die 2 Skizzen zu Entwürfen eines eigenen Hauses in Werder bei Berlin, also in der Seenlandschaft nördlich von Berlin, glaube ich. Ja? Westlich. Westlich, ja. Fragt er, wo hat er die? Die Zeichnungen gibt es nicht mehr. Und es gab auch keine Fotos. Und da muss man doch auf eins verweisen, was... Ich sollte Ihnen erstmal das Buch zeigen. Also das ist das Buch, was ich jetzt schon ein paar Mal hochgehalten habe. Das ist eine repräsentative Seite aus diesem Buch mit dem Barcelona-Pavillon. Und das war die Quelle... Ich müsste eigentlich es umgekehrt machen. Hier ist die erste Seite, auf die er rekurrieren konnte, nämlich ein Artikel von Paul Westheim im Kunstblatt von 1927. Der erste Artikel überhaupt mit einiger Substanz, der über Mies van der Rohe verfasst wird, wo alle diese Bauten aus dem frühen Werk abgebildet sind, über die es praktisch keinerlei sonstige Informationen gab. Landhaus in Eisenbeton kennt man natürlich, das Kröller-Müller-Projekt oben links war auch bekannt und oben rechts darunter der Entwurf zum Haus Kempner, nichts. Weiter darunter, dann kommen die beiden Hochhäuser, auch die waren bekannt, aber das Entwurf zu einem Haus Iliad in Nedlitz, das liegt auch so bei den Seen da bei Potsdam, ebenfalls unbekannt und das Haus Lessing. Da gibt es nur diese eine Abbildung, sonst gar nichts. Also da hatte er doch zumindest eine gute Quelle, die ihm auch sicherlich gelegen kam. Denn worauf Westheim vor allen Dingen rekurriert, ist die preußische Tradition und die Nähe von Mies zum, also nicht formal, aber in der Gedankenwelt zu Schinkel. Und es kommt hier ein Satz, ich habe ihn jetzt nicht im Wortlaut, er ist vielleicht einer der besten Schinkel-Schüler. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist vielleicht einer der besten Schinkel-Schüler. Und das war natürlich genau die Verbindung, die Johnson interessierte, der einmal über Persius promovieren wollte, woraus dann nichts geworden ist. Der Aufsatz ist dann übrigens nochmal erschienen in diesem Buch. Das liest sich vom Titel so wie eine Lektüre für pubertierende Jungs, Helden und Abenteuer. Es geht aber um Personen aus der Berliner Kulturszene. Ist 1931 erschienen von Paul Westheim. So, vielleicht mal nochmal zurück, da sehen Sie noch die andere Seite. Das ist also das nur Skizzen für dieses eigene Haus in Werder. Wie konkret was war, ob er sich das überhaupt leisten konnte, wissen wir nicht. Ja, zur Reaktion von Mies auf die Ausstellung und auf das Buch. Ich greife nochmal auf das Interview zurück, was Arthur Drexler und Ludwig Gläser mit Johnson im Dezember 1977 geführt haben, in Vorbereitung der 3. Auflage des Kataloges. Gläser fragt, wie reagierte Mies damals auf ihr Buch? Es war immerhin die erste Monographie über sein Werk. Johnson, er war sehr darauf bedacht, welche Fotos ich hineinnahm. Er wollte nicht, dass ich eine Innenraumskizze des Mahnmals in der Neuen Wache publizierte, Projekt von 1931.
Er sagte, die sei nicht aussagekräftig genug. Aber den Text hat er nie gelesen, so behauptete er zumindest. Darauf fragt Drexler, was ist dir selbst beim Schreiben des Buches durch den Kopf gegangen? Welche Absichten hast du damit verbunden? Johnson, für mich war es die reinste Hagiographie, Exegese, Propaganda. Ich wollte halt zeigen, dass Mies der größte Architekt der Welt ist. Muss sagen, das Buch selbst ist nicht so pathetisch. Nicht? Das ist also nach wie vor eine Lektüre, die sich lohnt. Johnson führt auch erstmals Begriffe ein, mit denen sich diese neue Architektur beschreiben lässt. Also er spricht von Flowing Space oder Continuous Space. Wenn Sie an den Barcelona-Pavillon denken, also nicht mehr abgestoßene Räume, sondern Räume, die fließend ineinander übergehen, das ist dann die nächsten 30 Jahre lang totgeritten worden in der Architekturgeschichte. Aber wenn man es mal wieder auf das zurückführt, was es wirklich mal meinte, ist es schon ganz gut. So, damit komme ich zum Schluss. Und nachdem ich anfange, Ihnen Philip Johnson vorgestellt habe im Film, das kann ich leider bei Mies nicht tun, ich kann Ihnen aber aus einem Interview zitieren, was Dirk Loewen, sein Neffe, mit ihm auf dem Totenbett geführt hat. Also es muss im Juli, Anfang August 1969 gewesen sein. Ende August stirbt er. So, Mies erzählt. Philip Johnson und der Neumann, das ist der deutsche Galerist, der sich schon in 20 Jahren in New York niedergelassen hat, brachten Leute zu mir. Das waren die ersten Amerikaner. Ich glaube, das war Philipp und in Berlin, meinst du? In Berlin. So kam also der Philip Johnson zu dir? Ja, ja. Und später kam er dann alle Jahre nach Berlin und dann fing er an, sich für Architektur zu interessieren. Hat Fotos gesammelt und all diese Dinge. Ist Philip Johnson eigentlich ein Kunsthistoriker gewesen oder ein Architekt? Jetzt wird's bös. Gar nichts. Er studierte nur in Harvard und kam dann in Verbindung mit dem Museum of Modern Art. So hin und wieder nennt er sich einen Historiker, wenn er was betonen will. Und dann, als er mit uns zusammenkam, interessierte er sich sehr stark für Architektur. Dann hat er auch mit dem einen, der mit dem Bart, ach du meinst den Hitchcock, Hitchcock, ja. Mit dem hat er dann die Ausstellung gemacht über moderne Architektur, ziemlich lange her. Hat er dich irgendwann mal einmal angegriffen? Sorry, was war das? Angegriffen oder wie war das? Nein, angegriffen hat mich eigentlich nur der Mumford. Ach ja, den meinte ich, habe ich verwechselt. Und warum? Weil ihm meine Bauten nicht gefallen für seine Städte und mir gefallen ja seine Städte nicht für meine Bauten. Das spielt doch alles gar keine Rolle. Die nehmen sich so furchtbar wichtig. Aber alle tun das. Nachdem sich der Philipp dann für Architektur interessierte, ging er dann zurück nach Harvard und studierte da bei Gropius. Bei Gropius hat er studiert. Du warst doch auch schon hier. Oh ja, dann hat er sich ein Courthaus gebaut aus Holz, schlecht verstanden natürlich. Ist das vor dem Glashaus gewesen? Vor dem Glashaus. Warum ist er denn bei Gropius gewesen und nicht hierher nach Chicago gekommen? Ja, Harvard ist eine besondere Schule, so Mies. Weißt du, da gehen nur die feinen Leute hin. Jetzt haben die auch gesteigt, die feinen Leute. Wir sind mitten in den Studentenunruhen. Er war ja früher bei Harvard gewesen, als armer Student. Armer natürlich in Anführungszeichen. Und so schlecht war Gropius auch wieder nicht, dass er darum seine Alma Mater aufgeben musste. Ich meine ja nur, weil er ja öfters mit dir in Berlin zusammen war. Er kam auch immer hierher, schnüffelte durch alle Details und kopierte sie. Die Fehler, die er so macht in den Details, das kommt daher, dass er sie nicht erarbeitet hat, sondern immer nur herumschnüffelte. Übernommen hat, ja, wenn man die mal richtig lösen muss. Was dazwischen natürlich auch vorgefallen war, Sie sehen hier Mies links in der Ausstellung von 1947 vor dem Modell des Farnsworth-Hauses, was erst in Planung war, was auch noch nicht im Katalog war, was erst in der zweiten Auflage, zeige ich Ihnen gleich, 1953 abgebildet wird. Und was ihm natürlich überhaupt nicht gepasst hat, dass Johnson, der über gute Mittel verfügte, gleich hinging und dieses Glashaus kopierte. Das ist sein
Johnson House in New Canaan, Connecticut, hier unten. Und hier jetzt die Seite aus der Ausgabe von 1953, wo er dann auch das Farnsworth House, was inzwischen fertig war, abbildet. Also dankbar ist Mies dem Johnson nicht gewesen, wie Sie daraus schließen können. Und man wundert sich, dass ihm Johnson trotzdem die Treue gehalten hat. Ich hatte ein letztes Zitat aus einem Brief vom März 1967, also 2 Jahre vor Mieses Tod. Da schreibt Johnson an Mies: Thomas Büchner, the director of the Brooklyn Museum, has been asking me, what is the best way to preserve an interior space of our generation for posterity? As you realize, in my opinion, only your work would deserve this kind of immortality. So viel zu Philip Johnson. Vielen Dank. Gut, wunderbar, vielen Dank. Also, die Sophia hat mich erst im Januar, glaube ich, angerufen und gefragt, oder ob ich denn, ich glaube kurz vor Weihnachten, also ganz knapp jedenfalls, ob ich denn nicht Lust hätte und so weiter. Und nachdem ich das miterlebt habe, wie Luisa sich auf diesen Abend vorbereitet, hat sie allerdings ein sehr dickes und sehr komplexes Buch ausgesucht, habe ich gedacht, nimm lieber was Kleines. Dementsprechend habe ich ein ganz schmales Buch ausgewählt, es sind ungefähr 110 Seiten, weil ich das als eines der amüsantesten Architekturlehrbücher in Erinnerung hatte, die ich während meines Studiums gelesen hatte. Und ich war immer begeistert davon gewesen, aber hatte es eben seit 20 Jahren oder wie auch immer nicht mehr richtig in der Hand gehabt und habe es mir jetzt dann in die Ferien mitgenommen und habe mir das genauer angeguckt und habe festgestellt, oder wieder festgestellt, dass es wirklich ein Buch ist, was sehr dicht ist und sehr intensiv ist und dass diese 100 Seiten extrem dicht vollgeschrieben sind. Insofern möchte ich um Nachsicht bitten, dass wenn ich Ihnen jetzt versuche, eine Inhaltsangabe von dem Buch zu geben, dass das eine relativ grobe Vereinfachung ist. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn ich Ihr Interesse wecken kann, sich das Buch selber mal vorzunehmen. Es ist wirklich eine sehr amüsante Lektüre. Also was ist das Buch? Es ist aus meiner Sicht eine intellektuelle Detektivgeschichte, die von der Auflösung eines Rätsels handelt, das die wenigsten als solches erkennen würden, das sich aber bei genauerer Betrachtung zumindest für Architekten als Gegenstand von existenzieller Bedeutung entpuppt. Wovon handelt das Buch? Es handelt von dem berühmten Wittgenstein-Palais in Wien. Ein Haus, das Margarete Stoneborough, die Schwester von Ludwig Wittgenstein, 1925 in Wien in Auftrag gegeben hat. Architekten waren Paul Engelmann und der Bruder von Margarete oder Gretel Stoneborough, der Philosoph Ludwig. Paul Engelmann war Architekt, der für die Familie bereits schon diverse Aufgaben erledigt hatte. Wie man weiß, war Wittgenstein von der Aufgabe, das Haus zu bauen, so fasziniert, dass er den Entwurf und die Durchführung des Hauses mehr und mehr für sich in Anspruch genommen hat und schließlich übernommen hat. Er hat am Ende jedes Detail bis hin zu Fenster- und Türgriffen, Heizkörpern und so weiter konzipiert, entworfen und mit unerbittlicher Präzision bauen lassen. 1921, also das war jetzt 1926/27. 1921 war gerade sein Tractatus Logico Philosophicus erschienen, den er bereits 1918 abgeschlossen hatte. Dieses Werk gilt als die zentrale Manifestation der frühen Philosophie Wittgensteins, die man zusammenfassend als sehr systematisches, im Ansatz umfassendes, abstraktes, ideales Konzept des Denkens, der Sprache und der Welt bezeichnen könnte. Der Bau des Hauses fällt in eine Übergangszeit in Wittgensteins Leben, in dem er eigentlich meinte, mit dem Tractatus die wichtigsten Fragen der Philosophie abschließend gelöst zu haben und sich nun anderen Aufgaben widmen zu können. Er arbeitete vorübergehend als Volksschullehrer und in einem Kloster und eben an diesem Haus. 1929, unmittelbar nachdem das Haus abgeschlossen war, beginnt mit Wittgensteins Rückkehr nach Cambridge die zweite Phase seines Werkes,
die in seiner Schrift Philosophische Untersuchungen kulminiert, die viel später, 1953, posthum veröffentlicht wurden. Im totalen Gegensatz zu der ersten Phase seines Werkes handelt es sich hier um eine viel unsystematischere Aufarbeitung empirischen Sprachmaterials, ohne den Anspruch an eine allumfassende, konzeptionell systematisches Gedankengebäude. Im Gegenteil, er distanziert sich ausdrücklich von seinem Traktatus, den er als Unsinn bezeichnet, da er von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. Das Wiener Haus hat unter den Nachfahren Wittgensteins eine quasi mystische Aura erlangt. Georg Hendrik von Wright, Wittgensteins Bio- und Bibliograph, meint, das Haus habe die gleiche einfache und statische Schönheit wie die Sätze des Traktatus. Hermine Wittgenstein, die Schwester von Ludwig und Margarete, sieht in dem Haus eine Wohnung für Götter und apostrophiert es als hausgewordene Logik. Turnowski zitiert darüber hinaus auch Lothar Rentschler, der zusammen mit anderen 1982 eine morphologisch-philosophische Untersuchung des Hauses unternommen hat, der ebenfalls zwischen Traktatus und dem Wittgenstein-Palais eine homomorphe Strukturanalogie diagnostiziert. Turnowski selbst scheint das Haus eher als einen Schritt auf dem Weg weg von der gnadenlosen Rationalität der Frühphilosophie hin zu einer eher gebrochenen empirischen Neugier in Wittgensteins späteren Phase zu sehen. Aber er nimmt die Hypothese, dass jedes Detail dieses Hauses nicht nur Bedeutung habe, sondern in einer ganzen Weltanschauung eingebettet sei, erst einmal so ernst, dass er einen Mauervorsprung im Frühstückszimmer des Hauses zum Anlass einer architektursyntaktischen und semiotischen Analyse und Aufarbeitung macht. Das sieht man also jetzt hier, für diejenigen, die nicht Architekten sind, das ist ein Grundriss, das ist das Frühstückszimmer hier und das ist halb versetzt höhenmäßig. Man sieht hier eine gleichzeitig gezeichnet eine Treppe nach unten, eine Treppe nach oben. Die gewendelte Treppe ist unten drunter, die ins Frühstückszimmer führt, ist die gerade Treppe. Und es geht hier um dieses Ding hier. Was ist das Plot? Das Buch beschäftigt sich also nun mit der schrittweisen Entschlüsselung dieses Details und der konsekutiven Entblößung des Wittgenstein-Hauses als einem nackten Kaiser der steingewordenen Philosophie oder philosophischen Architektur. Turnowski zeigt, wie auf dem Weg zwischen idealem Konzept und pragmatischer Realisierung eines Bauwerks die Materialisierung ihr eigenes Terrain behauptet und quasi kleine Unterkonzepte entwickelt werden müssen, um das Gesamtbild einer konsequent rationalen Struktur zu retten. Er durchleuchtet den MVS, wie er den Mauervorsprung liebevoll nennt, nach allen existenziellen Regeln der Architektur und unterzieht ihn sozusagen einer Ganzkörperuntersuchung, um immer wieder neue, unerwartete Facetten dieses Falles aufzudecken. Am Ende steht eine überraschende Wendung, wie sich das für einen guten Krimi gehört. Wie entfaltet sich die Handlung? Turnowski beginnt mit der Analyse seiner Vorgänger, die das Palais Wittgenstein als eine Ausgeburt des Traktatus, ich sagte es eben, beschrieben haben. Er beobachtet, dass die Entstehung des Hauses zwischen den beiden Lebensabschnitten Wittgensteins liegt und dass sich die philosophischen Äußerungen dieser beiden Abschnitte kategorisch unterscheiden. In grober Vereinfachung ist der Traktatus eher den kontinentaleuropäischen Traditionen des Idealismus und Rationalismus, im 18. Jahrhundert wäre das Spinoza zum Beispiel, Leibniz oder Descartes, gewesen, zuzuordnen, während der Inhalt der Untersuchung, also das spätere Buch, eher zu der Schule der angelsächsischen Empirie, im 18. Jahrhundert wiederum Bacon, Locke oder Hume, gehören. Also cogito ergo sum, Descartes, ich denke, also bin ich, steht gegen esse est percipi, das Sein ist Wahrnehmung. Turnowski benutzt diese Vereinfachung aber auf zwei analoge, kategorisch unterschiedliche Haltungen in der Architektur allgemein hinzuweisen. Er zeigt zwei Grundrisse, Palladius Villa Rotonda, bei der die Räume und das darin stattfindende Leben einer geometrischen Gesamtordnung unterworfen werden, neben einem Plan eines englischen Landhauses, bei dem sich die Geometrie je nach Bedeutung und Orientierung des einzelnen Raumes zu einem quasi amorphen Konglomerat zusammenfügt. Bei dem einen ist eben das rationale Konzept die Grundlage aller Entwurfsentscheidungen, bei dem anderen führen mit einem gewissen Pragmatismus Empirie und Situation zur gebauten Form.
Er meint diese beiden Qualitäten aber auch beim Entstehen eines jeden Gebäudes, also sozusagen in zwei Planungsabschnitten entdecken zu können, indem er beobachtet, dass jedes Projekt diesen Moment der Realisierung erlebt. Also den Augenblick, zu dem ein abstraktes Konzept auf die Regeln der Machbarkeit trifft. Er fasst seine Gedanken in einem auf seine Gesamthaltung vorausschauenden Aphorismus zusammen. Es gibt schöne Häuser und es gibt hässliche Häuser. Es gibt banale Häuser und es gibt geistreiche Häuser. Doch an jedem Haus scheitert der konsequente Geist. Das ist schön anzusehen. Zuletzt überträgt er diese beiden widersprüchlichen Kategorien eben auch auf das Haus Wittgenstein und weist nach, dass es auch hier nur in den wichtigsten Räumen im Erdgeschoss gelingt, die vermeintliche konzeptuelle Konsequenz durchzuhalten. In den Obergeschossen, die in den meisten Veröffentlichungen übrigens nicht abgebildet sind, in den Obergeschossen wird teilweise schon gar nicht mehr der Versuch unternommen, aber selbst in den Räumen im Erdgeschoss, das sind jetzt die Obergeschosse, in den Räumen des Erdgeschosses ist der Kampf mit dem Material zu spüren. Das muss ich Ihnen jetzt, glaube ich, ein bisschen kurz erklären. Also Sie haben, das ist hier das Erdgeschoss, das ist hier diese Eingangssequenz. Unser Frühstückszimmer ist über dieser Garderobe, das ist hier nicht dargestellt, das ist im Halbgeschoss versetzt. Und Sie sehen also hier eine Sequenz von, sage ich mal, sehr klar definierten Räumen, die ähnlich sind wie das Foto vorhin gesehen haben, wo die Wände und die Fußböden alles sehr 100% präzise im Maß ist sozusagen. Und man sieht hier auch, wie die ganze Struktur des Hauses, die Raumstruktur, aber auch das Tragwerk sozusagen integriert sind in diesen Gedanken. Wenn Sie jetzt dann eine Etage raufgehen, dann sehen Sie schon bereits, dass also hier eine Schrankwand erfunden werden musste, um diese Stützen unterzubringen und dass diese ganzen Raumabfolgen natürlich lang nicht mehr diese Präzision und diese Konsequenz haben. Und dasselbe gilt dann für das oberste Geschoss. Aber auch im Erdgeschoss, und das ist jetzt hier eine Wand, ein Ausschnitt, ist ein Ausschnitt von dieser Wand hier. Und da sieht man, wie also auch hier eben unterschiedliche Ordnungen von unterschiedlichen Seiten auf diese Wand einwirken. Da werden lauter Pilaster gebastelt mit Millimetergenauigkeit, um sozusagen das hinzukriegen. Aber es ist quasi janusköpfig, also die eine Ordnung auf der einen Seite, die andere Ordnung auf der anderen Seite. So. Er sieht also diesen MVS, den Mauervorsprung, als eine Manifestation dieses kategorischen Konfliktes zwischen dem Ideal und der Empirie, dem Konzept und dem Material. Wohlgemerkt geht es ihm dabei nicht um etwa jetzt nachlässiges Handwerk oder die Herausforderung des Handwerks, sondern es geht da tatsächlich um das Zusammentreffen zweier Denk- bzw. Handlungssysteme. Das Haus Wittgenstein besteht aus einer Komposition autonomer Kuben, die fein aufeinander abgestimmt sind, bei der es aber zum expliziten Konzept gehört, dass jeder Einzelkörper seine Selbstständigkeit behält. Das sieht man hier auf dem Foto ganz schön. Man sieht also die verschiedenen Volumetrien hier, die Einzelkörper, wie jedes fassadenmäßig zum Beispiel unterschiedlich gestaltet ist. Hier sieht man das ganz schön, wo diese sehr großen Fenster an die kleineren Fenster anschließen. Also dieses Volumen hier hat seine eigene Logik und seine eigene Fenestrierung und so dasselbe gilt für dieses hier. Und man sieht auch, dass sie jetzt hier versetzt sind, also nicht Rücksicht aufeinander nehmen, sondern eben jedes Volumen irgendwie für sich gedacht ist. Dadurch unterscheidet sich das moderne Konzept oder Wittgensteins Konzept, sollte man korrekter sagen, eben zum Beispiel vom Barocken, wo die Komposition der Außenfassade, über den Innenraum dominiert. Er zeigt jetzt hier ein Beispiel von Fischer von Erlach. Also wenn Sie sich das vorstellen, von außen betrachtet, ist das Fenster genau in der Wand. Das ist genau die Hälfte auf beiden Seiten. Aber wenn Sie sich jetzt die Innenseite vorstellen, also die andere Seite, dann ist diese Flanke hier deutlich länger als diese hier. Und umgekehrt, wenn Sie das von innen sozusagen ausrichten, wie es bei Adolf Loos zum Beispiel der Fall ist, dann ist eben außen diese Flanke wesentlich viel kürzer als diese hier. Und Wittgenstein konnte das nicht ertragen, diesen Widerspruch, und hat deswegen den MVS eingeführt, der dafür sorgt, dass sowohl von außen als auch von innen Symmetrie herrscht.
Das sind jetzt hier nochmal die Referenzen, die architekturhistorischen Referenzen Fischer von Erlach. Also da geht es also um diesen Anbau, sehen Sie genau. Das ist eben, wie gesagt, das ist von außen konzipiert. Die Komposition der Fassade ist sozusagen das entscheidende Entwurfskriterium. Und hier bei Adolf Loos an zwei Beispielen, wo der Innenraum sozusagen die Dominante darstellt in der Entscheidung, wo das Fenster zu sitzen hat. Tatsächlich, wenn man konsequent sein wollte, müsste es eigentlich so aussehen. Also so wäre es natürlich richtig, wenn man davon ausgeht, dass das Gebäude tatsächlich unabhängig ist. Es müssten also quasi zwei Wände nebeneinander gebaut werden, aber da man das natürlich nicht macht, ist eben dieser Mauervorsprung entstanden. Um dieses Konzept der Autonomie konsequent zum Ausdruck zu bringen, ist es beim Haus Wittgenstein also wichtig, dass auf der Hauptansicht das Fenster des Frühstückszimmers mittig in der Wand angeordnet ist. Hat man diese Setzung gemacht, hat dies aber zur Folge, dass das Fenster vom Innenraum her gesehen asymmetrisch in der Wand zu liegen kommt. Sie haben es eben gesehen. Da das zweite Fenster, also das in die andere Richtung, selbstverständlich innen und außen symmetrisch in der Wand liegt, ich kann es Ihnen hier nochmal zeigen, das ist also dieses Fenster hier, da ist es richtig, verlangt die konzeptionelle Konsequenz eines autonomen Raumes, der dieses Frühstückszimmer ist, auch hier eine Symmetrie. Das, so meint Turnowski, ist die Geburtsstunde des Mauervorsprungs, der erfunden wurde, um das Fenster herum auch im Innenraum eine symmetrische Wandansicht entstehen zu lassen. Jegliche andere Erklärung versagt. Es gibt keine statische Notwendigkeit, auf den Schallplänen ist der Vorsprung gar nicht dargestellt und es wird auch kein Regenfallrohr oder Kamin oder Ähnliches in der Wand geführt. Der Mauervorsprung ist also eine Sonderintervention, die dafür sorgen soll, dass das Zusammentreffen zweier inkompatibler Konzepte, hinweggetäuscht wird. Hat man den MVS erst als diesen Kunstgriff erkannt, kann man sich auch nicht mehr der Einsicht verwehren, dass die Geschlossenheit, die strenge Systematik und idealisierende Abstraktion des Traktatus hier nicht zur Anwendung gekommen sein kann. Turnowski begnügt sich jetzt auch nicht mit diesem Quod erat demonstrandum, sondern bohrt weiter und fragt nach den tiefer liegenden Motiven und Bedeutungspotenzialen der Intervention dieses MVS. Er widmet ein ganzes Kapitel der Frage nach der Poetik, also ob eine Analogie zwischen dem Bauen und dem Schreiben, ob es eine Analogie zwischen dem Bauen und dem Schreiben geben kann und ob Bauteile Bedeutungen annehmen können, so wie Worte in einem Gedicht zur Kommunikation von bestimmten Inhalten beitragen. Der Autor versucht, den Begriff der Poetik mit zwei Bedeutungsursprüngen einzukreisen. Bei Aristoteles ist die Poiesis, abgeleitet von griechischen poiein, was machen bedeutet, die Werktätigkeit, die an die Noiesis, abgeleitet vom griechischen noein, was denken bedeutet, also die Konzeptionsphase im Werden eines Dings anschließt. In diesem Sinne, also sozusagen die Umsetzung, die physische Umsetzung des gedanklichen Konzeptes. In diesem Sinne passt die Architektur und das Konstruieren perfekt in diesen Bedeutungsrahmen. Der zweite Ursprung liegt bei der beinahe ebenso alten Ars Poetica von Horaz, einem Art Regelwerk und Theorie der Dichtkunst, die die sprachlichen Strukturen eines literarischen Werkes definiert. Dieses Verständnis der Dichtkunst als der Beherrschung von Regeln hält sich bis ins Mittelalter und wird grob gesprochen erst zur Zeit der Romantik geöffnet, als der Begriff der Poetik in Richtung einer Universalkunst interpretiert wird, so wie heute auch noch, und sich der Genius des Schaffenden über alles Regelhafte erhebt, wobei die Definition des Poetischen damals eng mit dem Romantischen und dem in der Fantasie Geschauten verbunden ist. Auf eine Formel gebracht wird die Poesis oder die Poesie zur Gemütserregungskunst, wie Novalis das nannte, die auf den Affekt und die sinnliche Erfahrung abzielt. Gleichzeitig verweist der Begriff des Gemüts aber auch auf die Welt des Geistes, die der Poesie durchaus erhalten bleibt. Novalis antizipiert mit seinen Überlegungen allerdings auch schon, dass Gedichte bloß wohlklingend und ohne allen Sinn und Zusammenhang sein könnten. Eine der wichtigsten Tendenzen der Poetik des 19. und 20. Jahrhunderts. Poesie pur war der Versuch, das rein Poetische von der Mitteilungsfunktion der Sprache abzukoppeln
und den poetischen Akt aus der realen Gegenständlichkeit der Welt herauszulösen, der vom französischen Symbolismus, vom Kubismus, Surrealismus bis hin zum Dada seinen Niederschlag fand. Auch hier scheint die Übertragung des Begriffs in die Architektur durchaus legitim. Für Tarnowski ist die Analogie zwischen Poetik und Architektur also sinnvoll, sogar notwendig. Und im Folgenden versucht er, den Begriff der Poetik von dem der Ästhetik deutlich zu differenzieren. Es folgen 6 kurze Kapitel, in denen er einerseits den Mauervorsprung wie ein ernstzunehmendes Stück Architektur behandelt und ihn unter den Kategorien durchleuchtet, die unser allgemeines Verständnis vom Ästhetischen prägen. Gleichzeitig hinterfragt er aber mit seiner Hilfe eben auch jene ästhetischen Konventionen und zeigt, weswegen er im Titel des Buches eben nicht den Begriff der Ästhetik, sondern den der Poetik verwendet. Die erste Kategorie, an der er den Mauervorsprung misst, ist die der Ordnung. Der Drang zur Ordnung ist sicher einer der ursprünglichsten Instinkte ästhetischen Handelns und die Idee, dass es eine Ordnung gäbe, die quasi den Schlüssel zur Schönheit biete, ist verbreitet. Diese Vorstellung eröffnet das Versprechen einer gewissen Wissenschaftlichkeit und Präzision und macht die Arbeit an der Ästhetik zu einer Art Fleißarbeit, als könne man die Subjektivität aus der Entstehung des Schönen herausnehmen. Tatsächlich ist der Begriff der Ordnung bei genauer Betrachtung aber ein recht schwammiger Begriff, da wir natürlich verschiedene Arten von Ordnungen kennen. Tarnowski zeigt als Beispiel 2 Gebäudeentwürfe, einer von Aldo Rossi und der andere von John Haydock, um die möglichen Bandbreiten von unterschiedlichen Arten von Ordnung in der Architektur zu illustrieren und ihre Abhängigkeit von der individuellen Vorstellung des Autors und des Rezipienten aufzuzeigen. Er erklärt, dass die Dominanz von offensichtlicher Ordnung unwillkürlich zu Banalität und Ordnungen von übertriebener Komplexität zu unlesbaren Unordnungen gerinnen können. Im Wittgenstein-Haus wird im Erdgeschoss analog zur Autonomie der Einzelvolumen in jedem Raum eine leicht andere Ordnung inszeniert. Das sieht man hier auf diesem Grundriss sehr schön anhand der Fußbodenraster, die, wenn Sie mal gucken, wo die von einem Raum zum anderen übergehen, fast nie zusammenpassen. Der MVS, also der Mauervorsprung, ist einer von mehreren Versuchen, diese Unvereinbarkeit in Ordnung zu bringen. Dieser Ordnungswunsch verursacht aber auch immer wieder eine neue Unordnung. So sorgt der MVS zum Beispiel, also hier jetzt, auf der einen Seite für Ordnung, indem er die Symmetrie auf dieser Wand hier herstellt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf diese Wand guckt, also auf die hier, natürlich eher sozusagen eine Flanke bildet zur einen Seite, die man vielleicht als Nische lesen könnte. Das heißt, man erwartet hier eigentlich, dass auf der anderen Seite auch so eine Flanke erscheint, damit, also wäre es in Ordnung, dann wäre das eine Nische mit 2 Flanken, dann würde man das als diese Nische lesen. Das heißt also, der Versuch sozusagen, das hier in Ordnung zu bringen, verursacht eine neue Dynamik auf dieser Wand, die man, wenn man wollte, natürlich mit eben einer zweiten Wand hier vielleicht wieder korrigieren könnte, aber das würde dann wieder diese Wand in Unordnung bringen. Und so könnte man sich sozusagen um den Raum herum kontinuierlich bewegen. Und was Tarnowski vorführen möchte, ist, dass sich eigentlich aus dem Wunsch nach Ordnung sozusagen eine Dynamik, eine theoretisch endlose Dynamik von Unordnung entwickeln kann. Der zweite Begriff, den er verwendet, ist den der Sinnlichkeit. Ästhetik hat ja nach traditioneller Lesweise vornehmlich mit Sinneswahrnehmung zu tun. Und Aisthesis, das griechische Wort etymologischer Ursprung, bedeutet ja auch Wahrnehmung. Diese Lesweise suggeriert aber eine Zweiteilung der Wahrnehmung in eine direkte, quasi instinktive und eine reflektierende, quasi rationale Seite. Tatsächlich ist die sinnliche Wahrnehmung jedoch durchdrungen von Ratio, da sie in einem ständigen Abtasten und Vergleichen zwischen abstrakten Hypothesen und sinnlicher Wahrnehmung stattfindet. So kann auch der Begriff der Sinnlichkeit gerade zu seinem vermeintlichen Gegenteil verkehrt werden, dem Begriff der Rationalität. Tarnowski zitiert Adorno. In bedeutenden Werken wird das Sinnliche seinerseits, aufleuchtend von ihrer Kunst, zum Geistigen, so wie umgekehrt vom Geist des Werkes die abstrakte Einzelheit, wie immer auch gleichgültig gegen die Erscheinung, sinnlichen Glanz gewinnt. Was den Mauervorsprung betrifft, so
wurde seine rationale Raison d'être ja bereits ausgeleuchtet, aber seine Sinnlichkeit manifestiert sich zuallererst in seiner Tiefe, die ihm seine Körperlichkeit gibt, also diese Dimension hier. Turnowski unternimmt nun das Experiment, ob mit der Reduktion der Tiefe sozusagen auch die Dimension des Sinnlichen verschwinden könnte. Und kommt aber zu der Ansicht, um eine lange Geschichte kurz zu machen, dass die Abstrakte von der sinnlichen Wahrnehmung nicht zu trennen ist. Der dritte Begriff ist schließlich der der Interesselosigkeit. Wohlgefallen ohne jedes Interesse ist seit Immanuel Kant eine der entscheidenden Kategorien der Kunst. Gemeint war natürlich ein Interesse funktionaler oder beziehungsweise vielleicht ökonomischer Art. Mal abgesehen von der Realität des Kunstmarkts ist diese Kategorisierung aber ohnehin widersprüchlich, da ein Interesse an den Produkten des Kunstschaffens natürlich vorliegen muss, sonst gäbe es sie schätzungsweise nicht. Ein Urteil über die Schönheit, das von jeglichem Interesse zu trennen wäre, würde den Begriff der Kunst in drastischer Weise einengen. Sie wird, wie Adorno es formuliert, zur Lust ohne Lust. Dem Interesselosen, so Adorno, muss der Schatten des wildesten Interesses hinzugesellt sein, wenn es mehr sein soll als nur gleichgültig. Der MVS nun wiederum scheint ein Paradebeispiel der Interesselosigkeit, würde man ihm doch keine außerästhetischen Interessen zuschreiben wollen. Aber dann geht ja das ganze Buch dem Interesse nach seiner Bedeutung nach und damit ist auch dieses Kriterium in Frage gestellt. Turnowski stellt also die Ästhetik auf den Kopf, den traditionellen Kriterien des Ästhetischen haben wir andere Begriffe gegenübergestellt, der Ordnung und Homogenität, die Aufbau- und Umbaustruktur eines Ordnungsprozesses, der Sinnlichkeit mit ihrer augenblicklichen Unmittelbarkeit, die Unaufhaltsamkeit eines fortschreitenden Gedankens, der Interesselosigkeit, ein wildes Interesse. Die Begrifflichkeiten bleiben ambivalent. Die Kategorie der Ästhetik zeigt sich unscharf und sollte nach seiner Meinung der Poetik weichen, denn, einer assoziativen Poetik kommt es auf das Schöne im herkömmlichen Sinne, auf das statisch Schöne nicht an. Es bezieht sich nicht auf die Schönheit des Gegebenen, sondern auf die Faszination des Möglichen. Turnowski widmet sich nun drei weiteren, aktuelleren Kategorien der Ästhetik, nämlich Innovation, Ambivalenz und Universalität. Die Innovation bedarf der Norm, um überhaupt wirksam sein zu können, wobei ästhetische Normen in der Regel fluktuieren. Dies gilt insbesondere im Bereich der Kunst, da sie sich ja gerade gegen das Normative auflehnt, um zu überraschen. Umberto Eco spricht deshalb lieber vom ästhetischen Reiz, der sich zyklisch auch wieder verbraucht und erneuert werden muss. Gerade aus der Architektur ist dieses Aufleuchten und Verglühen eines ästhetischen Reizes nur allzu bekannt. Diese Beobachtung führt zu einer Unterscheidung zwischen der Innovation der Mittel, die nach Turnowskis Überzeugung vor allem in der Architektur recht beschränkt sind, und der Aspekte, wie er sagt, also der Betrachtungsweisen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad dem einzelnen Subjekt überlassen bleibt. Hier möchte ich Turnowski etwas ausgiebiger zitieren, um einmal seine intellektuelle Wendigkeit, seine Assoziationskraft und Distanz vom eigenen Denken zu illustrieren. Zitat: Man wäre vielleicht geneigt, den MVS einen Kunstgriff zu nennen, womit man aber so etwas wie einen gekünstelten Kniff meinen würde. Denn mit Kunst assoziiert man den MVS kaum. Zwar ist er, und dies ganz ausschließlich, aus ästhetischen Gründen da, doch es käme gewiss der Verkennung sowohl seiner Bedeutung als auch der in ihm realisierten Absicht gleich, ihn als künstlerisches Mittel qualifizieren zu wollen, als kalkulierte Verletzung des Erwartungssystems, gewaltsame Veränderung des Materials, als Verfremdung, die auf das poetische Element aufmerksam machen soll. Der MVS ist ganz und gar mit dem Interesse erfüllt, aplanierend zu wirken, eine vor seinem Urheber wohl plötzlich auftauchendes Problem des Materials aus der Welt zu schaffen und nicht zu thematisieren. Um es überspitzt zu formulieren, der MVS will ja gar nicht vorspringen. Und geschweige denn als Kunst interpretiert werden. Ist also die Poetik, die wir ihm zuschreiben, lediglich eine Projektion auf eine an sich flache Wand? Wird der MVS bloß wie ein Ready-Made aus der grauen Realität herausgegriffen und völlig künstlich zur Kunst erklärt, sonst aber ein bedeutungsloser Gegenstand bleiben?
Hier sieht man wieder, es ist mehr als das. Er bietet sich an, springt noch einigermaßen vor, womit sich die Frage der Aspekte stellt, er hält uns auf, verlängert und verkompliziert unsere Wahrnehmung, fordert unser Engagement heraus. Für Turnowski ist der MVS also auf jeden Fall eine Innovation der Aspekte, aber auch als Innovation der Mittel hat er Bedeutung, bietet er doch im Kanon klassischer Ecklösungen zusätzlich tatsächlich eine Neuerung, wenngleich diese von der Wahrnehmung motiviert ist. Die nächste Kategorie ist die der Ambivalenz. Ich zitiere wieder. Mehrdeutigkeit, Unbestimmtheit, Ambiguität gilt als vorrangiges Kriterium, gerade auch für Architektur, die mehr bedeuten will. Turnowski vergleicht Gebrauchsarchitektur mit einer referenziellen Nachricht, die keine weitere Aufgabe hat, als eine Botschaft zu übermitteln, und Architektur mit dem großen A mit der Poesie, wo das Wie eine wichtigere Rolle spielt als das Was. Architektur ist in der Regel aber auch der Gesellschaft verpflichtet und will deshalb im Gegensatz zu mehrdeutigen poetischen Texten am Ende eben doch verstanden werden, was zumeist zum Rückgriff auf die Metapher als poetischen Mittel führt. Architekten versuchen sich gerne dem Poetischen mittels gebauter metaphorischer Gleichnisse zu nähern. Soll aber Architektur auf der Suche nach Mehrdeutigkeit Architektur bleiben, so ist es von Bedeutung, dass Poetisches auch immer Nicht-Poetisches enthält. Denn die Maxime des Poetischen ist immer die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten der Interpretation. Die Nichtfestlegung der Bedeutung, die Mehrdeutigkeit im Sinne von Offenheit. In diesem Sinne muss natürlich auch die Mehrdeutigkeit selbst eine Alternative zur Seite gestellt werden. Und das kann eigentlich nur die Eindeutigkeit sein. Alternative zur Mehrdeutigkeit. Das kann eigentlich nur die Eindeutigkeit sein. Das wahre Poetische also ist also immer poetisch und gleichzeitig nicht poetisch, beispielsweise praktisch. Gleichermaßen ist in der Architektur eine Ambivalenz zwischen ästhetisch ausgerichteter Intention und auf der auf physikalischen, geometrischen Gegebenheiten ausgerichteten syntaktischen Normen quasi immanent. Der MVS gehört nach Turnowski beiden Kategorien, dem Nachrichtlichen und dem Poetischen an. Zum einen, weil er die Aura des Nützlichen in sich trägt, man würde, wenn man es nicht weiß, ihn eben für einen Kamin halten oder ähnliches. Und zum anderen, weil er eben aus dem Eckkonflikt des Anbaus entstanden ist. Er ist sozusagen ein Champion der Mehrdeutigkeit. Als letztes Thema widmet sich Turnowski der Universalität. Er erläutert den Begriff mit einem Zitat von Benedetto Croce. Jede echte künstlerische Darstellung ist sie selbst und das Universum in dieser individuellen Form. Diese individuelle Form als das Universum. In jedem Wort des Dichters, in jedem Geschöpf seiner Fantasie liegt das ganze Schicksal der Menschheit. Alle Hoffnungen, Illusionen, Schmerzen und Freuden, Größe und Elend des Menschen, das ganze Drama des Wirklichen, das ewig aus sich selbst wächst und wird leidend und genießend. Und er zitiert auch Jan Murakowski: Das Kunstwerk ist ein Zeichen ohne eindeutigen Sachbezug. Es meint keineswegs jene Realität, die es mit seinem Thema und seinem Material mitteilt oder abbildet, sondern den Komplex aller Realitäten, das Universum als Ganzes oder genauer, die gesamte Lebenserfahrung des Autors oder des Rezipienten. Welche Relevanz hat das für den Mauervorsprung? Architektur ist nicht direkt vergleichbar mit der Kunst, denn sie bildet nichts ab, sie erzählt keine Fabel und sie ist im Vergleich zur Musik stumm und schwer. Dennoch hat sie als Disziplin ihr eigenes Universum und auch der Mauervorsprung ist Teil davon. Und deshalb geht Turnowski nun der Frage nach, inwieweit er Stellungnahmen zu fundamentalen Aspekten der Architektur in diesem Mauervorsprung wiederfinden könnte. Er beleuchtet drei Aspekte, Gesicht und Profil, Raum und Objekt sowie Kunst und Rahmen. Zunächst betrachtet er, wie Wände im Raum wirken und beschreibt die umliegenden Vorräume, die zum Beispiel freistehende Wände, aber auch freistehende Zeilenbauten im städtebaulichen Maßstab benötigen, damit Längs- oder Stirnwände zur Wirkung kommen können. Er illustriert das mit einer Skizze
von zwei Möbelstücken in einem Zimmer. Also was gemeint ist, sagt, eine Wand hat sozusagen ein Gesicht, man kann eine Wand anschauen. Und wenn man nun jetzt mal stellvertretend für eine Wand die beiden Möbel nimmt, dann hätte der Schrank eben sein Gesicht, wo man die Türen aufmacht, und die Kommode hätte sein Gesicht, wo man die Schubladen rausziehen kann. Und dann gibt es jeweils noch ein Profil, das ist quasi die Seitenansicht der beiden Möbel. Und so wie jetzt hier die beiden Möbel im Raum angeordnet sind, ergibt sich da natürlich ein Konflikt. Denn dieser Raum, der eigentlich notwendig ist, damit das Gesicht des Schrankes sich entfalten kann, ist zugestellt vom Profil der Kommode. Und es ist quasi eine Art von Kampf zwischen diesen beiden Wänden, wer denn hier nun die wichtigere Rolle spielt. Er illustriert das dann auch nochmal mit einer Skizze. Also hier, wenn man jetzt mal bloß diese drei Grundrisse anguckt, dann ist das sozusagen ein relativ neutraler Raum. Man weiß jetzt nicht genau, welches ist sozusagen die Hauptwand und welches die Nebenwand. Wenn man aber Möbel reinstellt, ist natürlich sofort so, dass wenn man hier reinkommt, ist das hier sozusagen das Gesicht und die beiden anderen Wände sind das Profil. Das heißt, die Nebenwände, das ist so der Hauptaspekt. Aber stellt man den Schrank an diese Wand, dreht sich das und dann ist dann plötzlich das hier der Hauptaspekt und das hier sind die Nebenwände. Also überträgt man dieses Prinzip auf die Wände eines Raumes, so kann man beobachten, dass in jeder Ecke potenziell zwei Wände um die Vorherrschaft kämpfen. Dieser Kampf der Wände überträgt sich natürlich auf den Raum. Wird eine Wand durch Anordnung eines Fensters oder eines Möbels zum Beispiel die Vorherrschaft erteilt, sind die Verhältnisse geregelt und es wird eben ein offener oder es wird eben ein offener Konflikt oder eine Ambivalenz eröffnet. Deswegen hier oben dieses Beispiel von St. George, ich glaube Inigo Jones, St. George in Bloomsbury, wo ganz bewusst eben die sozusagen Frage, welche Wand denn hier die Hauptwand ist, offen gelassen wird und die beiden Richtungen auf den Raum einwirken. Einen ähnlichen Gedanken kennen Sie vielleicht von Colin Rose und Robert Slutskys Essay über die Transparenz. Also will man diese Ambivalenz nun beseitigen, also diesen Kampf zwischen den beiden Wänden um die Vorherrschaft, so muss man die Ecke beseitigen, zum Beispiel indem man einen Eckpfeiler einführt und damit die anliegenden Wände zu Nischen verwandelt. So erhebt sich bezüglich des MVS die Frage, ob er als ein an der Bildung zweier Nischen beteiligter Eckpfeiler, also das wäre jetzt hier, könnte man das so lesen, hier diese Vorherrschaft der beiden Wände, dieser zu dieser, könnte man sagen, ist aufgelöst worden, dadurch, dass hier ein Eckpfeiler eingeführt wird. Und wir haben es mit zwei Nischen zu tun. Das ist die eine Nische, das ist die andere. Also ist das nun ein an der Bildung zweier Nischen beteiligter Eckpfeiler oder bloß als Hervorhebung innerhalb der Fensterwand zu sehen? Im ersten Fall hätte seine Vorderfläche den Charakter einer blinden, profilähnlichen Seitenwand. Und im zweiten wäre sie eine gesichtsähnliche, einer Fassade vergleichbare Frontalwand. Also wäre das Nischen-Szenario richtig, dann wäre das hier eine Seitenwand, dann wäre es ein Profil, aber wäre das Fensterwand-Szenario dominierend, dann wäre das eine Ansicht hier. Tatsächlich scheint beides der Fall zu sein. Turnowski krönt seine Analyse, indem er dem MVS eine suprakubistische Qualität zuschreibt, denn er ist Gesicht und Profil zugleich, ähnlich einem Porträtbild von Picasso oder Braque. Das zweite Thema ist Raum und Objekt. Turnowski adressiert das mit einem gedanklichen Eintritt in das Zimmer, also wenn man hier die Treppen raufgeht und in das Frühstückszimmer eintritt. Der Treppeneingang liegt direkt an der Wand. Man gleitet an der Wand entlang, frontal auf den MVS zu. Durch das Fenster wird die Aufmerksamkeit nach rechts gelenkt. Also ich bin hier die Treppe raufgelaufen, an der Wand entlang geglitten und dann wird mein Augenmerk zum Fenster gelenkt, nach rechts, und man stößt an die Kante des MVS, also an diesen Punkt hier, die in den Raum hineinragt. Hier wird die zweidimensionale Ansicht zum räumlichen Objekt geschalten von visueller auf haptischer Wahrnehmung um. Er zeigt uns eine Illustration von einer städtischen Situation in Portugal, wo das so passiert, wo die Wand sozusagen verspringt und dadurch, also hier ist dadurch, dass auch noch eine Fuge da ist, eben, dass die Wand zum Objekt wird.
Die Lesart der Wand wechselt von einer raumabschließenden Ebene zur Außenwand eines Objekts. Wo, fragt Tarnowski, hört der Raum auf und wo fängt das Objekt an? Die Kante ist sozusagen der Fokus, der stehende Laserstrahl, Zitat, in der räumlichen Verlängerung des Zimmereingangs. Das Architekturdrama geht so. Ich ziehe nochmal auf den Grundriss zurück. Zunächst das Verstellen des gerade axialen Weges mit einem geheimnisvollen Objekt. Das zunächst gar nicht objekthaft, sondern als Raumbegrenzung, als flächiges Hindernis sich präsentiert. Die Rede ist von dem Eintritt in den Raum und dem Blick auf diese Wand hier. Links nur eine schwache Andeutung eines Weiterkommens, die Rede ist von dieser Nische hier. Eine schwache Andeutung des Weiterkommens, eine kleine seichte Nische als Sackgasse. In der Folge das rechts herumgehen müssen, das heißt also man muss jetzt hier rechts abbiegen, wobei sich das Objekt allmählich aus der Raumbegrenzungsebene konstituiert und wie ein Kernstück herausschält. Schließlich möglicherweise das Dahinterkommen, das befreiende Begreifen des neuen Aspektes. Also um nochmal zusammenzufassen, wir sind dabei, oder er ist dabei, zu versuchen nachzuweisen, dass dieser MVS Teil des Universums der Architektur ist. Was ihm natürlich auf ganzer Breite gelingt. Denn wir haben hier ein Beispiel von Edwin Lutyens, ein Haus in Yorkshire, wo das so ähnlich passiert. Man muss sich vorstellen, man kommt hier rein, auch in der Achse, hat eine Eingangshalle, dann gibt es hier eine Querachse, aber dann ist der Weg versperrt hier und man muss über dann einen Seiten sozusagen Umgang in einen Verteilerraum und da durch und kommt dann schließlich hier in die Rezeption, die asymmetrisch, wie man sieht, zur Achse liegt. Und man geht also, hat zunächst mal dieses frontale Verhältnis zu dieser Wand, aber dann umschreitet man das sozusagen wie ein Objekt. Das heißt, es wird zu diesem Kernstück und dieses Kernstück hat dann auch noch zwei Kamine. Das heißt also, man umgeht es sozusagen wie eine Skulptur und diese Wandlung von der visuellen zur haptischen, zur skulpturalen Situation ist gegeben. Und dasselbe zeigt er uns bei Robert Venturi für das Haus seiner Mutter. Ist hier Eingang hier, ähnlich axial auf der Fassade angelegt. Auch hier eine kleine Nische, die nicht weiterführt. Man muss rechts um die Ecke, man hat hier diesen Verteilerraum angedeutet durch eine kleine Rundung. Und dann über diesen diagonalen Fußbodenbereich tritt man schließlich ein in das Hauptzimmer und ist auch eben um diese Wand herumgegangen, die zum Objekt wird. Und auch hier ist der Kamin zu finden. Also, der Treppeneingang liegt direkt an einer Wand. Das hatten wir eben alles schon gesagt. Tarnowski interpretiert diese Sequenz als die knappste Version eines Dramas, dann sind viel opulentere Varianten in anderen Beispielen zu beobachten ist. Das habe ich Ihnen gerade erklärt. Den letzten Aspekt des architektonischen Universums, das Tarnowski beim MVS vorfindet, benennt er mit dem Begriffspaar Kunst und Rahmen. Hier konzentriert sich Tarnowski schließlich auf die Seitenansicht des MVS, die die Aufgabe hat, die Fensterwand zu rahmen. Der Rahmen ist die einfachste Art und Weise, ein Kunstwerk zu charakterisieren, denn es reißt den gerahmten Gegenstand aus den üblichen Assoziationen heraus. Im Gegensatz zur inneren Struktur eines Kunstwerkes, die sich ja zumindest teilweise erst während einer individuellen Rezeption konstituiert und daher als allgemeingültiges Kriterium des Kunstwerkes unzuverlässig ist, kann das Kriterium der äußeren Abgrenzung oder Einfassung des Kunstwerkes als viel beständiger und objektiver betrachtet werden. Ein solcher Rahmen kann ein buchstäblicher Bilderrahmen, ein Galerieraum, eine Bühne sein. Diese Art von Hervorhebung ist für Architektur grundsätzlich schwieriger, da für sie der fixe Rahmen, also die Möglichkeit, ein Haus zu umrahmen, ist einfach wesentlich viel schwieriger. Und damit sozusagen durch Rahmung das Haus zum Kunstwerk zu erheben, ist nur in Ausnahmefällen möglich. Aber umgekehrt hat natürlich die Architektur oder der architektonische Raum selbst die Möglichkeit, Teile der Realität zu rahmen, durch Fenster, Durchblicke und Ähnliches. Und damit natürlich wieder sozusagen rückwirkend von der Rahmung, also von dem, was gezeigt wird, rückwirkend auf die Architektur selbst zu wirken. Also so wie beispielsweise die Atmosphäre eines Raums eben beeinflusst wird durch den Blick, den man durch das Fenster bekommt, der, wenn er so schön gemacht ist wie in einem japanischen Garten, ein absolutes Kunstwerk ist und sozusagen den Raum dann, dem Raum auch seine Bestimmung gibt. Ich zitiere seine letzten Sätze. Ein Haus als Rahmen
Darin ein Zimmer als Rahmen, darin ein Fenster als ein äußerst sensitiver Rahmen, das Fenster eingerahmt in eine ästhetisierte, symmetrische Wandfläche, diese Wandfläche gerahmt von einem imaginären Rahmen mit einer realen Seite und Seitenfläche des MVS. Damit kommt diese Betrachtung des Mauervorsprungs fast zum Ende. Tarnowski hat mit großer Konsequenz, breitem Wissen und viel Vorstellungskraft und Witz die ästhetische Präsenz eines Architekturelements beobachtet, beschrieben und sie in einen allgemeinen Kunst- bzw. Architekturdiskurs eingeordnet. Da es sich bei seinem Case um ein eher unscheinbares Bauteil handelt, könnte man meinen, dass diese Untersuchung manchmal zur Satire, an der Grenze zur Satire entlang geht. Andererseits haben wir es ja mit einem Haus von Ludwig Wittgenstein zu tun, einem Philosophen, der bekanntlich der Sprache, seinem zentralen Untersuchungsgegenstand, mit einer Präzision zur Leibe gerückt ist, die man aus der Perspektive des alltäglichen Sprachgebrauchs auch als absurd bezeichnen könnte. Tarnowski verhält sich also nur konsequent im Sinne seines Ausgangspunktes, nämlich der Analogie zwischen Traktatus und der gebauten Form des Palais. Dabei kommt er schon recht bald zu dem Schluss, dass diese Hypothese, also der Stein gewordenen Logik, an der Realität des Mauervorsprungs zerbricht. Er lässt sich aber dennoch nicht nehmen, dieses Phonem der Architektur, wie er es nennt, gerade in seiner Widersprüchlichkeit, Komplexität und scheinbaren Belanglosigkeit als ästhetischem Phänomen gründlich kennenzulernen und damit natürlich auch den Leser in all die Kategorien, all die Diskussionen um ästhetische Themen und insbesondere in der Architektur einzuführen. Dass dies nie im Bierernst eines Ideologen stattfindet, macht dieses Buch für mich so attraktiv. Tarnowski ist der Prototyp des intellektuellen Zweiflers. Er zeigt uns, dass nicht Gott und auch nicht der Teufel im Detail zu finden ist, sondern der Mensch mit all seinen Aspirationen, Weltanschauungen, Schwächen und Beschränkungen. Er führt uns die Architektur als eine Disziplin ständigen Wollens vor, die zwischen der Welt der Ideen und der Welt der Materie immer wieder scheitert und ihre Poetik eben gerade aus diesem Unvermögen, dieser Zerbrechlichkeit bezieht. Tarnowski ist bereit, in Abgründe zu blicken, behält sich aber immer einen heiteren, ironisch distanzierten Tonfall, der im allerletzten Kapitel schließlich kulminiert. Hier erklärt uns Tarnowski, dass der Mauervorsprung, den er so leidenschaftlich über 100 Druckseiten analysiert und beschrieben hat, indem er das ganze Universum eines Architekten im Kampf mit der Architektur entdeckt hat, dass dieser Mauervorsprung niemals existiert hat, sondern nur auf Wittgensteins Zeichnungen zu finden ist. Das, so Tarnowski, tut aber nichts zur Sache. Jan Tarnowski wurde 1942 in der Tschechoslowakei geboren. Er hat in Prag und an der Architectural Association in London studiert, ist von dort nicht nach Prag zurückgekehrt, sondern ist in den frühen 1970er Jahren nach Wien übersiedelt. Er hat dort von 1975 bis 1995 am Institut für Wohnbau der TU Wien bei Professor Gieselmann als ebenso engagierter wie unorthodoxer Assistent gearbeitet und 1995 das Institut vorübergehend als Vorstand geleitet. Der vorliegende Band ist das einzige Werk von Jan Tarnowski, abgesehen von einer Thesis, die er an der EE geschrieben hat und die gerade wieder neu verlegt wird. Jan Tarnowski hat sich 1995 das Leben genommen. Das Buch ist 1987 erschienen. Vielen Dank. Tut mir leid, und das ist wirklich bloß eine reduzierte Variante. Jetzt wollte ich doch fragen, ob es noch andere Mauervorsprünge gibt im Haus. Aber diese Frage scheint hinfällig. Hast du auch so tiefe Gedanken deine Fenster in der Mitte der Wand oder auch nicht sitzen? Das definitiv, ja. Aber ich meine, was für uns natürlich interessant ist, also für mich jetzt vielleicht insbesondere,
als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und, sage ich es mal, zumindest geografisch dann eigentlich in diese Welt des Idealismus gehört sozusagen. Und ich habe dann durch das Studium natürlich sehr starke Einflüsse bekommen in England und durch Luisa natürlich auch, sage ich mal, Anteil an der angelsächsischen Mentalität irgendwie genossen. Und dieses Spiel, auf das er da kurz eingeht, oder diese Konflikte oder Widersprüchlichkeit, das Spannungsverhältnis zwischen dieser idealen Vorstellung eben, sag ich mal, geometrischer Systeme, die ja dein Vater zum Beispiel auch sehr hoch gehalten hat, und den Gegebenheiten, jetzt nicht nur des Bauens und so weiter, also was das ist, sondern einfach auch den Gegebenheiten eines Ortes oder eben auch der rationalen Konzepte selbst. Ja. Man verläuft sich sozusagen in seinem eigenen rationalen Konzept. Ne. Also diesen Widerspruch, den finden wir sehr spannend, oder finde ich auch sehr spannend. Und also beispielsweise ist ja die Farbe zum Beispiel was eben sehr stark an die Sinne adressiert ist, sehr stark was mit Wahrnehmung zu tun hat und dann wahrscheinlich eher in diese Welt der Empirie gehört. Und wir kombinieren das sehr gerne mit Räumen, die schon sehr, sehr genau überlegt sind. Also über so einen Mauervorsprung würden wir schon auch sehr lange nachdenken. Und finden aber gerade das, was er hier angesprochen hat, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht im Schwall der ganzen Wiedergabe untergegangen ist, also er sagt ja, dass das Poetische eigentlich, um poetisch sein zu können, also um seinen eigenen Kriterien genügen zu können, also nicht das Poetische, sondern das Ambivalente, dieses Ambivalente muss sozusagen Ambivalenz bieten, und Ambivalenz ist eben immer das Gegenteil, also Nicht-Ambivalenz, und das Poetische dann eben das Nicht-Poetische. Das heißt also, das ist für mich eine der faszinierenden Aspekte der Architektur, das ist eben diese Kontamination mit der Realität gibt, jeder Art, also, und dass man damit umgehen kann und umgehen sollte. Und dass daraus eigentlich eine sehr spannende Qualität entsteht, die zum Beispiel in der Kunst gar nicht vorkommt. Ja. Vielleicht dieses Gespräch dann schon doch eine Frage, Herr Wegener? Eine Bemerkung. Mir ist während des Vortrags von Herrn Sauer aufgefallen, dass diese, sag ich mal, Dialektik zwischen Regelhaftigkeit einerseits und Brüchen, wo die Regeln verletzt werden, auch ein Kennzeichen ist für die Architektur von Oswald Matthias Ungers, mit der ja der Geist dieses Hauses ist. Ja? Und ich glaube, man könnte unendlich viele Beispiele finden in den Arbeiten von Ungers, wo genau dasselbe Prinzip möglicherweise sogar bewusst zu finden ist. Das habe ich auch so gesehen und deswegen war ich mir sicher, dass das Buch in der Bibliothek wäre. Und wenn Sie, wenn man beispielsweise diese Summer School für den Urban Gardens, die beschäftigt sich ja ganz konkret mit dem englischen Landschaftsgarten und eben genau dieser Dialektik, also das sind ja die Gärten in Potsdam, die da und also um die Havel rum, da Werder und so weiter. Die da betrachtet wurden und eben diese englische Weltbild, was auf preußischem Boden sozusagen verankert wird und eben da doch eine ganz andere aus. Und ich glaube auch, also ich kannte deinen Vater leider persönlich nur ganz flüchtig, aber ich habe auch den Eindruck, dass ihn das, dieses Spannungsverhältnis sehr stark beschäftigt hat. Ja. Ich könnte auch vorstellen, dass ein Mauerport bauen würde. Also, habt ihr den gebaut oder war der schon? Der war. Genau. Der war, aber weil hier früher auch eine Einliegerwohnung war. Ah. Und da war mal eine Wand. Hier sind sehr viele. Siehst du, und jetzt, wenn man jetzt von der Tür reinkommt und so auf die Ecke draufläuft, da könnte sich ein ganzer Diskurs daraus entwickeln. Den haben wir extra für die Vortrag. Genau. Noch andere interessante Kommentare? Auch über Philip Johnson als jemand, der sehr eklektisch war, als Thema, das wir auch mal vertiefen könnten. Okay, dann würde ich sagen, können wir ja ein bisschen Weinchen trinken und dann den Mut haben, vielleicht nochmal mit den Herren ein Gespräch anzufangen. Danke sehr, sehr herzlich für beide Vorträge. Waren so spannend heute Abend und ganz toll. Danke an die Herren.
Du hast überlebt.